Alle 2 Jahre verwandelt sich Bad Berkers Kurpark in eine Freiluftwerkstatt für junge Steinmetze. In diesem Jahr lud die Kurstadt zu ihrem nunmehr 4. Bildhauersymposium ein. Das Bildhauersymposium der Stadt Bad Berka findet zu Ehren des Bildhauers und Begründers der Weimarer Bildhauerschule und Ehrenbürgers der Stadt Bad Berka, Professor Adolf Brütt, statt. Es wurde 2005 erstmals im Kurpark Bad Berka durchgeführt und erwarb sich sehr großen Zuspruch sowohl unter den teilnehmenden Steinmetzgesellen aus ganz Deutschland und der Schweiz, als auch unter der Bevölkerung. Nunmehr viertes Das Bildhauersymposium Bildhauersymposium Bad in Bad Berka Berka findet eröffnet. alle 2 Jahre unter einem bestimmten Motto statt. Dieses Mal mit dem Thema Von der Kraft der Stille, Sitzmöbel an der Kurparkquelle. Eröffnet wurde das Symposium am 11. Juni im Kurpark Bad Berka. Hier wurden die 4 Steinmetze vorgestellt, sowie der Nigerianer Emanuel Heni. Nach der Vorstellung der 4 Steinmetze gab Emanuel Heni noch eine kleine Vorstellung mit der Performance Black Man in European Kitchen oder auf Deutsch Schwarzer Mann in europäischer Küche. Die Skulpturen sollen einen wichtigen kulturellen, philosophischen und gestalterischen Aspekt zur Bereicherung des Kurparkes darstellen und den Titel Bad Berka, das Goethebad im Grünen, vertiefen. Das ist der Black Man in European Kitchen. Ich bin hier, mache ich tolle Skulptur für Bad Berka. Die Sitzmobil à la Skulptur in 3 Dimensionen. Ich habe mir etwas ausgedacht. Für die Heilung eine Feder zum Rücklehnen. Und dann für die Erde und die Zeit, die lange Leben, die Verzögerung und die Verlängerung von Zeit selbst, habe ich 2 Schrittkreuze gewählt. Einmal sitzt in eine Richtung und die andere in eine Richtung. Also, Bad Berka, irgendwann kommt ihr in den Kurpark, setzen euch auf diese neue Stuhlmobil. From the Black Man in European Kitchen.